Hallo und herzlich willkommen zurück in Nechel. So, ich habe mir heute mal wenigstens ein bisschen mehr Zeit, 1,5 Stunden habe ich jetzt zum Aufnehmen für Banished. Es ist leider bei mir zurzeit alles so eng gedrängt terminlich. Ich habe joblich, ja, manchmal habe ich arbeitsmäßig so ganz viel Zeit und manchmal arbeite ich halt selbst und ständig und deswegen, gerade habe ich wenig Zeit zum Aufnehmen, deswegen tut mir echt leid, dass die Aufnahmesessions immer so kurz sind, aber ich freue mich schon wie Schnitzel hier drauf, weil a child named Ninny Freddy was born. Sind sich die Eltern nicht sicher, ob es Männlein oder Weiblein ist? Klingt irgendwie so. Auf jeden Fall spielen wir heute wenigstens mal wieder ein paar Folgen am Stück. So, meine Zufriedenheit ist nicht mehr ganz so schnicke. Und ich habe jetzt tatsächlich mal so 2, 3 Kleinigkeiten wenigstens gelesen. Und es kann sein, weil es sterben ja so viele Leute. Und wenn Leute sterben, sind die anderen Leute, die nicht sterben, sind unzufrieden. Also traurig auf gut Deutsch. Und ich glaube, dass ich mir deshalb demnächst mal irgendwie einen Friedhof hinbaue. Ich glaube, das zieht mir hier den Schnitt gerade runter, dass hier 1, 2 rumlaufen, die immer todtraurig sind. Und das meine ich jetzt wortwörtlich mit dem todtraurig. Wir gucken mal nach dem Cemetery. Den kann ich beliebig groß anlegen, ne? Ich habe fast das Bedürfnis, den hier hinzusetzen. Und der kostet halt schnieke viel Stein. Ohne andere böse Wörter zu benutzen. Aber ich mache den jetzt einfach mal dahin. Und mache dann hierhin die Kirche trotzdem. Die Kirche dann auch Einzugsgebiet. Und werde dann hier drüben, wenn wir mehr auf Farming gehen, werde ich hier drüben wahrscheinlich die Wohnlandschaft weiter ausbauen. Und ich habe mir noch was angeguckt, nämlich, ich habe das neulich ja schon mal gesehen und habe das jetzt nur als interessant empfunden. Dieses Tool hier, Path, das zeigt die Arbeitswege der Leute an, das haben wir ja so schon gesehen. Und es macht also tatsächlich Sinn, hier das eventuell zu optimieren, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Aber das sieht hier soweit ganz gut aus. Besonders, weil mein Dorf ja eh zentral steht, aber das ist später wichtig, habe ich gelesen auf jeden Fall, oder könnte später wichtig werden. Weil nämlich, wenn die Leute zu weit laufen, dann kannst du also zu dem Zustand kommen, dass die Leute gar nicht, also laufen früh los und gehen abends zurück und sind zwischendrin nie angekommen, ja. So nach dem Motto. Gut, werden wir uns später mit beschäftigen, weil ich glaube, hier ist das ja alles, wir haben das ja sehr zentral angelegt, das, ja. Ich kann vielleicht, wenn ich merke, dass irgendwo die Effizienz ultra low ist, zum Beispiel könnte ich hier drüben natürlich 1, 2 Wohnhäuser hinsetzen, hier eins und hier eins, und damit würde die Effizienz von den Gebäuden dann hochgehen vermutlich. Also wenn ich dann die Leute da einziehen lasse. So, und hier sieht es schlecht aus, Autumn, und die hier, wollt ihr nicht so ein bisschen lieber da drüben? Hier so auf dem Feld rum marschieren, Kollegen. Wollen sie nicht. Ist, glaube ich, komplett belegt, so wie es aussieht. So. So, ist gut. Hier waren schon 4 von 4, aber das wird, naja, schauen wir mal, ob es noch was wird. Meine Nahrungsreserven sehen ja gar nicht so schlecht aus. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, merke ich. Tja, und in die Mine muss ich dann Leute schicken und in den Quarry muss ich dann Leute schicken, weil wir brauchen Steine. Steine, Entschuldigung, ich hatte jetzt kurz die Hand vorm Mund. Weil die Katze war mal am Schreibtisch. Und hier sind irgendwie Katzenhaare am Mikrofon, die mir jetzt an der Lippe hängen. So, keine Ahnung, was sie gemacht hat, während ich auf der Arbeit war. Naja. Katzenbesitzer werden wissen, was ich meine. So, Taylor würde ich jetzt echt mal ganz gerne einen einstellen. Das mache ich jetzt auch einfach ratzfatz. Nehmen da einen Bilder weg. Da reicht einer. Obwohl, wir haben eh keine Baustelle. Hier muss erstmal alles removed werden. Deswegen nehme ich den Bilder jetzt ganz zurück. Aber lieber 2 Laborer. Laborer. So, Entschuldigung, ich habe meinen Blödsinnigen. Aber das seid ihr von mir ja gewöhnt, denke ich mal. So, tja, das heißt hier schön zugucken. Bin echt gespannt, wie sich das hier entwickelt, ob die da noch ordentlich was vom Feld runterkriegen. Das würde ich mir sehr, 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 sehr wünschen.
So, Entschuldigung, ich habe kurz einen kleinen Schluck. Was ist es? Johannisbeerschorle getrunken, weil ich irgendwie die Haare am Mund nicht wegkriege. An dem Ploppschutz am Mikrofon, ja, dieser mit Netzstrumpf überzogene Ring davor. Für die Experten, die wissen, was ich meine. Da hängen irgendwie Katzenhaare. So, ich brauche jetzt dringend mal hier mal so ein paar Stonecutter. Machen wir mal 4 und dann schicke ich auch mal direkt mal 4 in die Mine. 4 Miner. So. Ich vergesse hier fast, dass ich Woodcutter vielleicht auch mal noch zuteilen sollte. D-Punkt, H-Punkt. Ich benutze nur noch 2 Farmer. Sieht eigentlich gar nicht. Oh, die Leute frieren. Die Leute frieren, das ist aber schade. Ist es sehr kalt heute oder was? Die Leute frieren draußen. Ich brauche jetzt einfach hier wirklich mal besseres Kleidungsgedöns. So. Genau, ihr sollt hier arbeiten und sollt da vielleicht noch die letzten 2 Kisten rausholen. Wir haben hier schon 3 Schafe oder immer noch 3 Schafe. Es könnten ja mal ein paar mehr werden, so 10, wenn da auf einmal aufploppen würden. Fände ich völlig okay. So, und jetzt hoffe ich mal, dass die Stored Clothes hier besser werden. Und hier friert jemand oder hat gerade gefroren. Das hatten wir noch nicht, ne? Und es ist eigentlich auch genügend Firewood da. Es muss also ein außergewöhnlich kalter Winter sein, meiner Meinung nach. 27 Grad Fahrenheit. Lasst mich nachdenken. Ich weiß es nicht mehr, aber es klingt wirklich sehr kalt. So, hier. It's freezing. Happiness. Oh. Boah, das ist natürlich sehr schlecht, dass sie so unhappy ist. Sie ist auch nicht so super gesund irgendwie. Das ist eine junge Dame. Hoffen wir einfach mal, dass sich das hier dann damit verbessert. Gucken, was haben wir da? Da ist ein Stein noch, ne? Den können wir natürlich direkt mal wegbauen. So. Oh. Haben wir noch irgendwo Steine, die wir raushauen können? Da hinten dann irgendwann. Ach komm, den können wir auch mal. So. Bereinigen wir das Ganze mal ein bisschen. Der Blacksmith, brauche ich gerade keine neuen Nahrungsreserven, sehen ganz gut aus. Huiuiuiui. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das hier jetzt so weiterentwickelt. Ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen informiert und sehe Siedlungen mit Hunderten, wirklich Hunderten von Einwohnern nach einer ähnlichen Spielzeit wie bei mir. Und ich habe gedacht, ich habe es eigentlich ganz gut hingekriegt bis hierhin. Ist vielleicht für meinen ersten Versuch auch gar nicht so falsch. Aber Leute, Alter, es geht doch deutlich, deutlich besser noch als das, was ich hier hinlege. Und ich glaube, das hätte auch niemand angezweifelt. So. Oh, da ist jemand. Anton Jett ist im Late Summer erwachsen geworden. Aber das passt soweit hier schon, bin ich der Meinung. Die Steine, Steinreserven gehen tatsächlich hoch. Liegt das jetzt hier drin? Ja, nicht, daran kann es eigentlich nicht liegen. Was kommt hier so bei rum? Also es sollen sehr ineffiziente Sachen sein, die Minen. Haben wir schon fast gedacht auch. Minen kann man neu bauen, den Quarry nicht. Das heißt, das ist echt ein riesiger Beschiss, wenn man da hier die... Also, die Mine kann ich abreißen, kann mehr oder weniger an dieselbe Stelle wieder eine neue Mine hinmachen. Und dann sieht man ja... Also dann habe ich wieder neue Reserven. Der Quarry ist hier endgültig verlorener Platz. Das heißt, wir werden unsere Steine später hoffentlich über diesen Handelsposten besorgen. So, Farmer. Teile ich mal alle weg hier. Und verteile das mal wieder auf Miner und Stonecutter. Die guten alten Steinschneider. Und was macht der Schneider? Inventory, 10 Leather. Ist ein bisschen wenig. Wo ist denn der Taylor? Ah, guck mal, hier sind jetzt Klamotten unterwegs. Die Klamotten sorgen dann dafür, das habe ich nicht nachgelesen. Ich gehe einfach immer noch davon aus, dass das Clothing Fair, ja, dass das einfach die Leute auch länger warm hält, dass sie mehr arbeiten können. Arbeit, Arbeit. Ihr wisst ja, es ist wie im echten Leben hier. Clarker the Gatherer has died of old age. Naja.
Die Thematik kennen wir ja schon. Wir haben ja so eine Überalterung im Dorf. So, und hier haben wir ein Nachwuchsschaf. Ist nachgewachsen. Das passt soweit. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier noch einen zweiten dazu stelle. Weiß nicht, ob die sich dann schneller vermehren. Keine Ahnung. Und die Schafe geben dann ja auch Wolle. Und dann können wir noch bessere Klamotten nähen. Vermute ich mal. Ich habe hier nicht gesehen. Wool. Hier. Wool. Warmcoat braucht Leather und Wool. Wie viel Leder habe ich denn hier drin? 278 ist natürlich nicht sehr wenig. Leder kommt von den Jägern, wenn ich mich recht erinnere, ne? Jene, welche hier sind. Was produziert ihr denn so an Leder? Nicht so viel pro Jahr, aber naja. So. Wie sieht's hier aus? Hier ist es immer noch ziemlich viel Gedöns auf der Wiese, das weg muss für den Friedhof. So. Hier wird ordentlich... Ein neues Kind wurde geboren. Sehr schön. Spurgis was born. Das klingt ein bisschen nach Monty Pythoner Name. Jeline was born. Und wir haben hier Klamotten. Wir haben... War das 30... Vorhin nicht noch auf 30 Tools? Hat jemand sein Tool zurückgegeben, ha? Huh? Naja. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und wie viel haben wir hier jetzt gesammelt? Wir haben ja 48, wir haben 58 Einwohner alle zusammen. Naja, ich glaube, es wird tendenziell schon mehr, ne? 59. A child named Stir was born. Und wir gehen auf Late Winter zu. Das heißt, ich werde dann hier die Mine demnächst wieder schließen. Die Loks produziert, ist auch ganz klar. Die graben Holz aus. Ist ja ganz klar. Mache ich auch immer. Ich gehe in die Mine und grab Holz aus. Das ist so eine Minecraft-Geschichte. Ja, ist mir nichts Besseres zu eingefallen. So, und hier die Häuser sind teilweise noch recht leer, teilweise stark frequentiert, also... Da leben hier viel zu viele Leute allein, ey. Viel zu viele. Ich weiß auch nicht, ob für die Vermehrung der Bevölkerung das Machen von Klamotten hier, vom Tailor, vom Schneider nicht kontraproduktiv ist, weil die müssen sich ja nicht mehr so intensiv aneinander kuscheln, um sich zu wärmen, und dann gibt es bestimmt weniger Nachwuchs. So. Tja. Jetzt würde ich sagen, Late Winter wird es langsam wieder Zeit, die Leute hier abzuziehen und auf die Felder zu schicken. Da. Machen wir mal 10 Farmer. So. Dann geht's hier demnächst wieder los, glaube ich. Gut. Und dann haben wir nur noch einen Laborer am Start. Wird es dauern, bis hier der Cemetery fertig ist. Aber vielleicht werden ja auch noch ein paar Leute erwachsen. Und wir sind hier jetzt bei 49, 50, bei 60 Einwohnern gesamt. Also die Tendenz geht schon Richtung oben. Was ich persönlich sehr gut finde, was ich persönlich nicht so gut finde, ist, dass ich das hier schon wieder ausgeblendet habe. Firewood ging wieder. Also ist niemand da vorne im Winter. So, the reserve of firewood is low. Na, was rede ich eigentlich? Ist gerade abgeholt worden, aber die produzieren ja hier schon flott nach. Ne? Also das ist immer nur so ein kurzer Augenblick. Damit kann ich leben. Ja, Schnieke hier. Ich habe mal erwähnt, dass ich das Spiel total toll finde, weil es voll faszinierend ist und ich nicht so recht schnall, warum. Also, ich meine, ich verstehe es schon, ne? Aber es ist wie ein schlimmer Autounfall. Man kann nicht weggucken. Nee, also ich finde es einfach genial. Ich möchte hiermit nochmal, die Zufriedenheit geht wieder hoch. Und die Gesundheit, glaube ich, auch. Ich möchte hier nochmal mit Nachdruck dem Herrn, der dieses Spiel programmiert hat, echt gratulieren. Beziehungsweise der es designt hat, der Programmieraufwand. Ja, war sicherlich auch nicht ganz unerheblich.